So, wir nähern uns mit dem großen Finale, ja, und dafür habe ich mir einen meiner Lieblingskomponisten irgendwie zu Herzen genommen, Ennio Morricone. Falls ihr ihn kennt, der hat wunderbare Filmmusik geschrieben, zu Spiel mir das Lied vom Tod, diese ganzen Italo-Western, ja, und lebt immer noch, ja, traumhafter Mann, fantastischer Komponist, ja, und wir machen aus diesem Film, Spiel mir das Lied vom Tod, ein eigenes Arrangement mit Michaela Kovarekova und Anna-Maria Hefele und dem Bachchor Stuttgart. Hier sind sie wieder. Thank you.
Dankeschön. Es tut mir aufrichtig leid. Ich muss gestehen, ich bin immer so ein überehrgeiziger Programmierer. Deswegen habe ich mir gedacht, das Programm wäre heute kurz. Aber ich lag vollkommen daneben. Ja. Ich dachte, wir wären viel früher fertig. Aber jetzt ist wirklich das letzte Lied erreicht. Ja. Und passend zum Nationalfeiertag haben wir jetzt unsere eigene Version von Auferstanden aus Ruinen. Das war ja die DDR-Hymne. Ja. Und bevor jetzt irgendwie, ich habe mir das folgendermaßen gedacht. Ja. Weil ich fand diese Komposition immer super. Also Eisler war ja auch ein toller Komponist, der unterschätzt heute, ja. Hat eine tolle Melodie geschrieben, ja. Und es hat ja auch im